Willst du eine große oder eine kleine Gabel haben? Den Schöpflöffel bitte! Willkommen in unserer Rubrik From Nose to Tail. Das ist Video Nummer 2. Beim ersten Video haben wir schon Rinderzunge gemacht. Ich war positiv überrascht. Und jetzt kommt aber eine Innerei, wo ich echt dachte, boah, okay, aber gut, wir müssen da durch. Wir haben gesagt, From Nose to Tail, wir essen alles von einem Rind, was man essen kann, was man essen darf. Und dazu zählt auch Hirn. Kalbshirn haben wir jetzt hier richtig frisch von unserem Metzger des Vertrauens geholt. Es liegt jetzt hier vor mir auf dem Brettchen. Wir haben das schon mal aus der Packung geholt und ich muss sagen, okay, also es gibt auf jeden Fall Sachen, die sehen leckerer aus, denke ich mir. Aber gut, da lassen wir uns jetzt einfach überraschen. Also, ich sag dir als allererstes, welche Zutaten wir brauchen und dann fangen wir an, unser Hirn quasi vorzubereiten. Wir brauchen ein bisschen Butterschmalz zum Ausbraten, weil wir wollen unser Hirn braten. Dann brauchen wir natürlich ein scharfes Messer, den Hauptdarsteller, unser Kalbshirn. Dann brauchen wir 2 Eier, eine halbe Zwiebel, relativ fein geschnitten und einfach nur Salz und Pfeffer. Und so hat es meine Oma nämlich damals auch immer gemacht. Meine Oma hat auf dem Schlachthof gearbeitet und ich weiß, die hat sich ab und zu wirklich ein bisschen Hirn, also sie hat nochmal Brägen dazu gesagt, ich glaube, das ist ein anderes Wort für Hirn, Brägen gemacht, fragte mich auch ein paar Mal, ob ich es essen will. Ich habe es immer verneint. Also wahrscheinlich, weiß ich nicht, entweder war es gut, dass ich es verneint habe oder vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich früher mal Ja gesagt hätte, weil dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger Ekel. Also ich muss sagen, der Ekel ist da definitiv, also nicht der Ekel vorm Anfassen, das macht mir jetzt gar nichts aus, aber wie das nachher schmecken wird. Und jetzt werden wir unser Hirn erstmal vorbereiten. Das heißt, wir werden es jetzt einmal, also gewässert ist es grundsätzlich schon, wir wollen es jetzt trotzdem mal durch Wasser nochmal ziehen und dann müssen wir es im Prinzip einfach nur trocken tupfen und klein schneiden. Also es ist eine sehr glibbrige, klitschige Angelegenheit. So kann man sagen. Und dann lassen wir unser Hirn einfach da hineingleiten. Unser Metzger hat es schon gemacht, hat es ausgewaschen, hat es auch von den Häuten befreit. Da ist so eine Haut nochmal drum, die sollte man auf jeden Fall abmachen. Und da waschen wir es jetzt einmal nochmal durch. Du kannst natürlich, falls du das jetzt noch nicht fertig pariert quasi kriegst von dem Metzger, solltest du auf jeden Fall eine halbe Stunde lang wässern. Und dann nochmal ordentlich auswaschen und dann einfach trocken tupfen, fertig. Und dann die Haut natürlich abziehen. Es war dann auch leider irgendwie ein bisschen größer, wie gedacht, wo wir es abgeholt haben. Oder wo der Manuel das Hirn dann abgeholt hat, hat er eigentlich gedacht, naja, gut, hätten wir mal doch lieber ein Schwein genommen. Da wäre das Hirn kleiner. Also, unsere Pfanne ist hinten schon mal auf jeden Fall auf den Kohlen drauf. Und damit die jetzt richtig heiß werden kann, weil im Prinzip ist das Gericht relativ schnell gemacht. Da brauchst du einfach nur ein scharfes Messer. Ich habe jetzt hier ein tolles Wiegemesser, damit wir noch ein bisschen wiegen können. Und dann haben wir jetzt hier unser Hirn und das schneiden wir jetzt einfach nur ein bisschen klein. Das tut euch jetzt auch nicht weh im Kopf, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie ein bisschen weh tut. Der Manuel zappelt. Dem zieht es alles zusammen. Okay. Also meine Oma hat es ja wirklich früher immer gern gegessen, muss ich sagen. Aber es roch auch ein bisschen in der Küche immer ein bisschen komisch, wenn sie Hirn gemacht hat. Daran kann ich mich ja schon erinnern. Ne? Also das jetzt riecht jetzt überhaupt gar nicht. Aber gut, wir lassen uns mal überraschen. Okay, dann sollte unsere Pfanne jetzt, ja, die ist heiß. Und da kommt jetzt einfach ein bisschen Butterschmalz rein. Warum Butterschmalz? Natürlich, weil es damit einfach noch ein bisschen geiler schmeckt. Ganz klar. So, das lassen wir kurz schmelzen. Jetzt braten wir erstmal unsere Zwiebeln schnell ein bisschen glasig an. Und dann kommt der große Moment jetzt, oder? Jetzt kommt das Hirn rein. Also jetzt legen wir mal die Eier beiseite, bevor die jetzt hier noch runterfallen. Und jetzt kommt das Hirn in die Pfanne. Klein geschnitten ist es. Und dann lassen wir es in die Pfanne gleiten. Und das braten wir jetzt einfach nur gut an. Hier haben wir jetzt unser Hirn. Okay, also schön sieht es nicht aus, definitiv. Und jetzt
hat es angefangen ein bisschen zum Stocken und jetzt machen wir unsere zwei Eier da einfach rein. Also einfach aufschlagen und dann rühren wir die zwei Eier mit runter. Das wird jetzt einfach wirklich mit runter gerührt. Jetzt sieht es auch gleich wieder ein bisschen besser aus. Es kommt ein bisschen Farbe mit ins Spiel. Der Manuel schüttelt sich schon gar nicht mehr. Ey, das war deine Idee. Deine Idee war das. Und ich ziehe hier mit, also ich will nichts hören. Guck, und jetzt fängt das Ei an zum Stocken jetzt gleich. Und jetzt würzen wir das Ganze noch. Also, gute Portion Pfeffer. Und natürlich Salz. Wie soll es anders sein? Heute gibt es wieder salziges Salz. Also, gute Portion Salz mit zu. Und das alles nochmal umrühren. Und dann sind wir gleich zum Verkosten. Also, ich weiß nicht. Boah, das sieht genau. Boah, das ist mit dem Ei noch schlimmer geworden wie vorher. Jetzt, guck mal, das sieht aus wie so ein Brei. Boah. Wenn das Ei jetzt so richtig gestockt ist, haben wir jetzt hier unser Hörn. Keine Ahnung, wie es schmeckt. Jetzt nehmen wir es auf jeden Fall von dem Feuer und stellen es auf den Tisch. Und dann kommt der Manuel neben mich und dann wird verkostet. Oh. Willst du eine große oder eine kleine Gabel haben? Den Schöpflöffel bitte! Boah. Oh. Also jetzt steht der Manuel neben mir. Also wir haben, also die Begeisterung steht uns nicht im Gesicht geschrieben, denke ich mal. Das sieht man. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier probieren. Und ich bin jetzt total mutig. Ich werde jetzt einfach mal was nehmen. Boah, das ist so glibberig und so eklig und so. Ich mach Gabel voll. Komm, was soll der jetzt? Wenn du mal schon rein. Schmeckt wie Ei, so ein bisschen. Nur glibbrig. Also ich kann jetzt nicht verstehen, warum meine Oma das ständig gegessen hat. So viel kann man sagen. Oh. Alter. Das kennst du das, wenn das so schmeckt und das beim Atmen zieht das so durch die Nase und du das riecht dann so. Also man kann schon essen. Das schmeckt nach Zwiebeln und im Prinzip wie Rührei noch relativ weich, so in der Richtung. So, Rührei so richtig weich mag ich aber auch nicht. Die Konsistenz, ich finde das so ekelhaft. Wenn du da eben, die Konsistenz ist eklig. Also man muss ja dazu sagen, warum wir das tun. Weil mein Opa hat mal zu mir gesagt, also wenn du ein ganzes, also wer Fleisch isst, der darf nicht nur das beste Zeug essen, sondern muss alles vom Tier essen. Mhm. Also ich esse jetzt zum Beispiel Nierle, Kutteln, alles, also das habe ich kein Problem. Hirn hatte ich noch nie gegessen, gab es bei uns eigentlich auch nie, aber wir haben gesagt, wenn wir das anfangen, dann machen wir das natürlich auch. Wir sind aber auch an einem Punkt, wir wissen gar nicht, ob man alles kriegt. Wegen der BSE-Krise haben sie angefangen, dass sie einfach Rinderhirne nicht mehr verkaufen, aber Kalbshirn darf nicht älter, glaube ich, 13 Monate sein. Mhm. Im Endeffekt fressen die hier jetzt gerade ein Kind. Das schmeißt man, glaube ich, weg. Ich weiß gar nicht, ob man es wurstet. Könnt ihr ja unter kommentieren, wer sich auskennt, ob man das in Wurst reinpackt oder sonst irgendwas. Aber definitiv werde ich das so nicht mehr essen. Also es gibt nur die Variante frittiert. Die Frage ist natürlich, also ich würde mir jetzt keins mehr bestellen, weil ich finde einfach den Geschmack, das ist mir einfach zu eiig und zu. Nee, das taugt mir überhaupt nicht. Okay, man kann es mal probiert haben. Unserer Meinung nach muss man es nicht unbedingt probiert haben. Aber. From nose to tail, wir essen auch alles, was wir kriegen. Definitiv. Also, wenn der Metzger zu uns sagt, ihr kriegt XY, das kann man verkaufen zum Essen. Wir werden es tun. Es gibt aber gewisse Sachen, wo die Metzger einfach sagen, nein, das dürfen die auch nicht mehr rausgeben, dann können wir es auch nicht essen. Dann ist es halt leider so. Genau. Ja. Vielleicht nicht leider, sondern vielleicht. Ja, also ich muss sagen, beim Hund, ich habe mich gefreut irgendwie. Ich habe den Gordon ja, weil der Gordon immer so einen Ekel hatte, das Hund kam und der Ekel war bei mir da. Aber ich würde sagen, das war jetzt mega lecker. Ihr probiert es aus, kommentiert es unten. Richtig. Und from nose to tail geht nächste Woche weiter. Seid gespannt. In diesem Sinne, guckt ihr unsere Videos. Der Gordon will was sagen, aber wir lassen es nicht. Ihr guckt unsere Videos Dienstag, Donnerstag um 18 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Dann sind wir noch in TikTok vertreten und den Discord-Kanal haben wir auch noch, wenn ihr Bock habt, drauf zu gehen. Wir werden nicht immer, also im Sprachkanal, wir werden aber meistens immer antworten. Wir haben auch noch so ein Leben, aber da ist einfach eine Community, wo sich jeder ein bisschen austauschen kann. Unten ist der Link, da könnt ihr es runterladen und einfach beitreten. Alles ganz cool.
Also, wie gesagt, TikTok, Instagram, Discord, wir spielen gerade irgendwie überall mit. Facebook, wir sind überall. Genau. Wir sind einfach überall, außer bei Twitter. Das sind wir nicht. Ja, und bei dir im Bett. Noch nicht. Also, schalt das nächste Mal wieder ein. Wenn dir das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben, geilen Kommentar, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und zwar, nein, nicht nächste Woche, zum nächsten Video sehen wir uns wieder. Und zwar am Donnerstag. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue. Nee, geht gar nicht.